Dass Ocean gute Pfeifen macht, das wissen wir. Aber ob Ocean jetzt auch guten Shisha-Tabak herstellt, das gucken wir uns heute an. Zwei Sorten habe ich mir ausgesucht. Einmal haben wir den Kiwis und einmal den Koka. Bevor es ins Review geht, zeige ich euch aber zuerst nochmal den Kopfbau, wie ich mir genau diese zwei Köpfchen gerade angemacht habe. So, bauen wir uns mal ein Köpfchen. Den Kiwi habe ich noch nicht probiert. Das heißt, bei dem Kiwi wird das hier ein First Try. Also ein Kiwi mit einem Schuss Kaktusfeige. Das riecht man auch schon hier, wenn man den mal aufmacht. Ich rühre einmal um. Feuchtigkeit sieht gut aus. Schnitt sieht eigentlich auch okay aus. Wir sehen ein paar winzige kleine Ästchen. Und da könnte man höchstens in relativ kleinen Funnels mal ein kleines Problemchen kriegen. Aber selbst wenn, zu grob ist nie ein Problem. Da schneidet man dann einfach ein bisschen nach. Und zu fein ist das Einzige, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Wir nehmen uns, wenn wir heute den Ocean Tabak testen, auch ein Ocean Köpfchen parat. Wir werden auch die KFS 2 rauchen, beziehungsweise die KFS Second Edition. Wir schnappen uns hier immer ein kleines bisschen Tabak, packen das locker fluffig in den Kopf rein und so machen wir das einmal rundrum. Der Ocean 68 Funnel wurde übrigens nochmal ein bisschen überarbeitet vom Depot her. Der braucht etwas weniger Tabak als vorher, ist aber immer noch kein super sparsamer Kopf. So, das sollte von der Tabakmenge her passen. Jetzt verteilen wir das Ganze noch ein kleines bisschen und dann ist unser Köpfchen auch schon ready. Was man zu dem Kopf noch dazu sagen muss, eigentlich wurde der auch eher fürs Abstandrauchen gemacht. Das heißt, Funnelloch ist auch nie niedrig genug, sodass da die Luft schön durch den Tabak ziehen kann, auch wenn die ein bisschen weiter unten liegen, die Tabakblätter. Aber so rauche ich halt nicht. So, wenn wir den halbwegs verteilt haben, machen wir noch eine kleine Ehrenrunde, so ein bisschen über den Rand hier, ne? Wenn hier so kleine Tabakfetzen liegen, dann holen wir die einmal mit in unser Tabakdepot. Wenn außen hier Tabak liegen würde, dann würde der eh nur elendig unter der Smokebox verbrennen und das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir dann außen einmal rumgegangen sind, nehmen wir uns einen Zewa, gehen hier noch einmal über den Rand, damit der schön sauber ist. Und dann ist das Gerät auch fertig und sieht dann so aus. Also seht ihr auch nochmal Schnitt und so. Das ist echt angenehm. Also kannst du eigentlich in jedem Kopf bis auf absolut winzige super easy bauen. Sehr angenehmer Schnitt. So, Köpfchen Nummer 2. Das wird der mit der roten Glasur werden von dem Ocean 68 hier. Und in den kommt rein der Ocean Koka. Gucken wir uns auch nochmal an. Aber surprise, das ist genau dasselbe. Und von dem habe ich auch schon einige Köpfchen geraucht. Was ja schon mal ein gutes Zeichen sein könnte. So, und dann sind unsere zwei Köpfe fertig gebaut. Einmal der Cola und einmal der Kiwi mit Kaktusfeige. Übrigens werden wir auf den Cola-Kopf den Ocean HMD draufpacken und auf den Kaktus-Kiwi werden wir den Kalau draufpacken. Setup dachte ich mir, wenn wir schon den Ocean Tabak testen, schnappen wir uns auch die Ocean Produkte, die wir schon kennen, die KFS 2, den Kopf, den Ocean 68 und auch einmal den Ocean HMD. Zu dem HMD und zu dem Kopf werde ich übrigens auch nochmal einen Zusammenschnitt aus dem Stream hochladen, aber heute gucken wir uns erstmal den Tabak an. Als erstes haben wir jetzt den Kiwi Kaktusfeige oben drauf. Interessante Kombi, wir kennen viele Kiwi-Sorten, wir kennen sehr viele Kaktussorten, aber ich glaube die beiden zusammen gab es nur mal in einem X-Racher Tabak. Auf jeden Fall coole Kombi, bisschen Cooling ist auch noch mit dabei. 17,90 Euro kostet die Dose im Moment noch. Wie lange das noch so ist, wie viele Dosen zu diesem Preis noch produziert wurden, weiß ich nicht. Auch der neue Preis von Ocean steht, soweit ich weiß, zumindest noch nicht fest. Und Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr ja schon gesehen. Das sieht vollkommen in Ordnung aus. Das heißt, dafür ist der Preis absolut in Ordnung. Muss er also nur noch schmecken. Bevor wir aber gucken, wie das Ding schmeckt, riechen wir erstmal an dem Kiwi-Kaktus-Eis. Auf jeden Fall direkt die Kiwi am Start, ein bisschen im Hintergrund die Kaktusnote. Wir haben definitiv eine Eisnote. Ich würde sagen eher auf der süßen Seite, also irgendwie so eine sehr süße, ich weiß nicht, Kiwi und Kaktus ist ja beides eher eine säuerliche Frucht, aber er hat definitiv viele süße Noten dabei, die aber im Geruch so ein bisschen ausgeglichen werden von den sauren Noten. Riecht aber erstmal sehr, sehr nice, aber ordentlich Cooling dabei. Also deutlich mehr als ich dachte, muss ich sagen. Ob das jetzt beim Rauchen und im Geschmack letztendlich auch so ist, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Aber erst die Rauchentwicklung. Und nachdem wir bei der Rauchentwicklung festgestellt haben, alles ganz normal, raucht gut, läuft auch übrigens sehr entspannt, also weder ein Drücken noch ein Kratzen dabei, genauso wie das sein muss, kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, dem Geschmack.
was fällt mir als erstes auf? Es ist auch beim Geschmack ordentlich Cooling mit am Start. Es ist für mich genau an der Grenze, bevor es mir zu viel wäre. Für Leute, die überhaupt kein Cooling mögen, ist das wahrscheinlich ein Ticken zu viel. Für Leute, die gerne mal ein bisschen Minze oder Frische mit dabei haben, wird das, denke ich, aber auch noch sehr nice so sein. Die Kiwi-Note war ja im Geruch eher dominant. Ich finde aber im Geschmack ist es nicht so. Da ist Kaktus und Kiwi beides gut am Start. Und Kiwi und Kaktus passt unglaublich gut zusammen. Ist eine sehr nice Kombi, die echt gut schmeckt. Er ist nicht mehr ganz so süß, wie es im Geruch war, aber immer noch süß genug. Aber jetzt kommt auch die saure Note so ein bisschen durch. Und das erwarte ich einfach bei einem Kiwi und einem Kaktus-Flavor. Das muss leicht säuerlich sein. Ansonsten läuft da was schief. Aber er ist auf jeden Fall nicht zu sauer. Er ist nicht zu süß. Köpfchen 1 runter. Das wird später fertig geraucht. Und Köpfchen 2 auf die Pfeife. So, das Ding läuft. Bevor wir aber zum Geschmack kommen, riechen wir erst nochmal an dem Ding und gucken mal, ob das Ding schon gut riecht. Nice. Es ist, als ob du eine Packung Cola-Fläschchen, Gummibärchen aufmachst, die Nase reinhältst und einmal dran riechst. Super nice vom Geruch. Hoffentlich ist der Geschmack auch genauso geil. Bei Cola muss ich kurz ausholen. Cola auf Dark Blend gibt es gute Sorten. Cola mit einem Virginia-Tabak, also so ein heller Tabak, der weniger Nikotin hat und nicht so sehr ballert. Und auch das ist, was, denke ich, meistens noch geraucht wird in der Shisha-Szene in Deutschland. Gab es den Almasiva Ghetto-Cola. Den gibt es aber nicht mehr. Es wird zwar immer wieder gesagt, der soll kommen, aber keiner weiß wann und es gibt auch keine klare Aussage. Also letztendlich wissen wir nicht, wann kommt das Ding wieder, kommt das Ding überhaupt wieder und überhaupt. Das heißt, ich habe mich auf die Suche begeben nach einem guten Cola-Tabak und ich habe einige probiert. Ich habe den Mahmoud probiert, ich habe den Maridan probiert und keiner konnte mich so abholen wie der Ghetto-Cola. Der Ocean-Cola ist der, der am nächsten rankommt. Es ist für mich 90-95% von dem Ghetto-Cola und damit ein unglaublich geiles Ergebnis, mit dem ich absolut zufrieden bin. Es ist eine sehr nice Cola-Note, die nicht wie viele andere Cola-Flavor in eine Mezzo-Mix-Richtung geht oder in eine Cola-Pflanzennote geht. Es ist eine geile Haribo-Cola-Note und genau das habe ich gesucht und genau das habe ich auch gefunden bei dem Ocean-Cola und von daher bin ich unglaublich zufrieden mit dem Ding. Kann man also abschließend sagen, den Kiwi-Kaktus-Eis das erste Mal probiert und ist nice, könnte ich mir auch sehr gut mit einem Traube-Minze noch vorstellen. Das hat Ocean leider noch nicht. Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Das mit Traube könnte ich mir auch wieder extrem gut vorstellen. Ihr wisst, dass ich großer Fan von Traube und Kiwi bin. Und auch der Cola-Tabak ist absolut überzeugend und für mich im Moment das Beste, was es auf einem Virginia-Tabak an Cola gibt. Können wir also abschließend festhalten, Ocean kann nicht nur Pfeifen machen, der Tabak ist auch nicht übel.